Meine lieben Freundinnen, heute wollen wir wieder was für die Anfänger machen. Wir brauchen ein Stück Stoff und noch ein kleines Stück Stoff und eine Schabrackeneinlage. Das ist es schon. Vielleicht brauchen wir nachher noch einen Knopf, wie wir mögen. Das erste Stoffquadrat ist das zweite ist 12,5 x 12,5. Die Schabracke auch 12,5 x 12,5. Hier gibt es von Kaffee-Bildgeschäft in allen möglichen Farben. Jeder kann nehmen, was er mag. Ich nehme jetzt eins, was zu Gelb passt. Wir nehmen unser Quadrat, schlagen das doppelt und fangen am Doppelten an zu nähen, bis zur Mitte. Fangen hier an zu nähen bis zur Mitte, dann kommt man als Anfänger besser aus. So, liebe Anfänger, das sieht jetzt so aus. Die zwei Seiten sind zugenäht. Das klappe ich jetzt so auf. Ich nehme einfach die Mitte. Das sieht dann so aus. Und jetzt bügele ich die Nähte platt. Warum mache ich das? Weil ich es dann einfacher habe. Hier an der Ecke ist es doppelt. Das kann man ein bisschen einschneiden, wie man mag. Ist aber nicht so schlimm, weil wir ja sowieso einen Knopf drüber nähen. Ich habe das also jetzt wie ein kleines Kissen. Jetzt nehme ich die Mittelnähte und lege sie schön aufeinander. Und stecke sie mir an jeder Seite fest von der Mittelnaht. Da kann mir nichts mehr verrutschen. Ich zupfe mir das ein bisschen so zurecht, das offene Stück. Und stecke mir Nadeln rein. Ich lasse hier eine Wendeöffnung. Die braucht nicht so groß sein, weil wir wieder einen Trick machen. Hier, das wäre dann die Wendeöffnung. Ich nehme es noch ein bisschen kleiner. Hier zwischen, das wäre dann die Wendeöffnung. Die Mitte nähe ich zu und die ganze andere Seite. Ich zeige nochmal, wie ich es gesteckt habe. Das nähe ich jetzt bis auf meine kleine Wendeöffnung, die hier ist. So, hier ist meine kleine Wendeöffnung. Wer will, kann jetzt das auch noch mal auseinandernähen. Hier kann man ein bisschen einschneiden. Wir wollen uns doch mal selber auch mal was Schönes machen. Wir können es aber auch verschenken oder mehrere machen. Jeder wie er mag. Ich habe es jetzt schön auseinandergebügelt. Das geht dann einfacher alles. Und wir haben ja nur 5 Stücke. Jetzt kommt der super Trick, wenn man ein kleines Rohr hat. Das hier ist von einem Faxgerät, wo die Rolle drauf war. Die Wendeöffnung braucht man auch gar nicht vernähen. Ich finde schon meine Wendeöffnung gar nicht mehr. Das stecke ich jetzt in die Wendeöffnung. Und nehme einen Pinsel oder irgendwas Spitzes, was ich habe, was dann natürlich kleiner als das Rohr sein muss, steche das hier rein, schiebe das Teil hier über den Pinsel, den Stoff. Da seht ihr schon, ich nehme das Rohr ab, da habe ich schon das Innere nach außen gewendet. Das kann ich jetzt nochmal reinstecken in eine andere Ecke, stecke das wieder so rein, ziehe das rüber. So, nehme das Rohr ab, der Pinsel ist noch drin und dann ziehe ich es durch meine kleine Öffnung. Dann habe ich viel Fummelei gespart. Den Pinsel kann ich dann gleich ein bisschen zum Ausstreichen nehmen und hole jede Ecke schön raus. Damit kann man sich Zeit lassen. Wer keinen Knopf drauf nähen will, möchte hier eine schöne Ecke haben.
Ich finde aber, das ist gerade ein bisschen lustig mit den Knöpfen. Ich bügel das jetzt schon wieder. Umso besser wird es. Die Wendeöffnung sieht immer noch schön zu aus. Die lassen wir auch offen. Jetzt kommt einfach meine Schabrackeneinlage. Die lege ich genauso auf die diagonalen Ecken. Man muss aber sehr aufpassen, dass man auch die richtige Seite unten hat, und zwar die aufbügelbare. Sollte das jetzt ein bisschen überstehen, wie bei mir jetzt hier oben vielleicht, ist jetzt minimal, dann kann ich das ein bisschen nachschneiden. Das liegt an unserer Naht. Aber alles immer schön gerade halten. Wenn man was abschneidet, dann genau aufpassen, wo das Lineal ist. Wir haben jetzt mit dem 1 mm. Ich kontrolliere jetzt nochmal, lege es drauf. Ich kann es mir ein bisschen feststecken. Ich nehme jetzt hier meine Spitze in die Mitte. Mache jetzt so. Das ist jetzt nur zum Bügeln gedacht. Das sieht jetzt so aus. Ich gucke jetzt so, ob die Ecken schön zusammenkommen. Dann kann ich es noch ein bisschen hin und her zupfen. Und das bügele ich mir jetzt so. Das vereinfacht alles noch mehr, weil ich dann genau sehe, hier ist ein Kästchen. Und da kommt meine Schabrackeneinlage drauf. Jetzt sehe ich noch wieder ganz genau, ob es auskommt. Manchmal kann man es auch einfach rumdrehen. Meine Schabrackeneinlage, die bügelt man mit Dampf. Ich schreibe euch das hinten noch rein, wie die heißt. Das ist jetzt nur nötig, weil wir ein Kästchen machen. Damit das auch gerade bleibt, lege ich das hin und beschwere das ein bisschen, bis es praktisch wieder gefestigt hat sich, bis es nicht mehr heiß ist. Hier habe ich jetzt EU-Zensur. Da schneide ich ein Stückchen aus. Für meine schöne Stoffeinlage mit meinem Lieblingsstoff, der hierzu passt. Da ist ein Trägerpapier drauf. Da muss ich natürlich die richtige Seite wieder nehmen. Für die Anfänger, hier ist die linke Stoffseite und hier ist das, was glänzt. Das ist das Trägermaterial, das Klebematerial. Das bügele ich jetzt auf. Damit mein Bügeleisen nicht versaut, habe ich hier ein Appliziervlies. Da klebt nichts drauf. Dann meinen schönen Stoff lege ich jetzt hier drauf mit dem Gesicht nach unten. Hier gucke ich, wo das Klebematerial ist, und lege das auch da drauf. Und bügel das jetzt. Dann das, was ich dann überstehen habe, klebt dann an meinem Vlies und nicht an meinem Bügeleisen. Das lasse ich jetzt auch ein bisschen abkühlen. Nehme dann eine kleine Schere, schnitze das in der Mitte auf von hinten, das Papier, und kann das dann gut abziehen, ohne dass ich an den Rand muss und daraus abreiße aus Versehen, was dann nicht klebt später. So, das ist auch jetzt abgekühlt. Das lege ich auf ein Bügelbrett und das oben drauf. Und damit mein Bügeleisen nicht versaut, noch zu guter Letzt, lege ich jetzt dieses Appliziervlies hier drauf und bügel. Jetzt werden die Seiten einfach in die Mitte geklappt und gebügelt. Ich habe hier schon ein anderes. Das habe ich schon so in die Mitte gebügelt. Eine große Decke machen möchte daraus, brauche natürlich die Schabrackeneinlage nicht nehmen, das wird ja dann zu steif, sondern der nimmt einfach ein bisschen Wattierung, kann die hier reinlegen auf sein Viereck, was er dann gebügelt hat, also hier in die Mitte, und legt das drauf.
Um das dann schön zu fixieren, kann man ein bisschen oder ein bisschen reihen. Dann bekommt man ein sehr schönes Quilt. Wie näht man so ein Quilt zusammen? Das will ich euch auch noch mal kurz zeigen. Man hat also diese Sachen hier liegen. Die Vierecke. Legt die so aneinander. Die Spitzen nimmt er hoch und näht dann hier lang. So macht er das an allen Seiten, die zusammenkommen. Also er legt es sich so in die Reihe. Hier gehen wir jetzt das wieder hin. Einfach so wie versetzt. Hier näht er das dann wieder dran. So wird das Quilt immer größer, so groß wie man will. Man braucht gar nicht alles fertig machen, man kann Stück für Stück machen und es aneinander nähen. Wir wollen natürlich jetzt ein Kästchen haben und brauchen ja nur vier solche Stücke und ein kleines Bodenteil, kann man sagen. Ich habe jetzt gedacht, für alle Fälle ist es gut, wenn wir vielleicht hier mal lang nähen. Also wir nehmen es so und nähen jetzt hier lang. Ich zeige euch das mal. Hier, ich habe jetzt hier lang genäht. Ich zeige es euch von hinten, da seht ihr es vielleicht besser. Am Ende kann man zwei Stiche zurücknähen. Dann kann auf jeden Fall nie was abfallen. Wenn es im Bad vielleicht mal feucht wäre und man hat nicht das Richtige, dann hält das sich auch. Hier haben wir jetzt unsere vier Komponenten. Das nähen wir jetzt im Schlauch zusammen. Jetzt müssen wir daran denken, dass wir am Ende zusammenkommen. Es handelt sich also wie um einen Kreis. Diese hellen Sachen will ich dann zwischendurch machen. So würde ich das dann anordnen. Die Blöcke liegen diagonal. Und die Dreiecke, die hier zwischen sind, nähe ich aneinander. Das mache ich unter der Nähmaschine nochmal ganz schön und halte mir das zusammen. Wer will, kann das auch gleich vorher stecken. Dass man praktisch in der Ritze, die man gebügelt hat, näht man. Man näht ein bisschen dann hin und her am Ende. Diesmal ist es ja was außen ist. Das andere war alles nicht so schlimm. Also, ich zeige es euch dann mal. So, ich kontrolliere jetzt, habe ich richtig aneinander genäht. Ich könnte es jetzt noch wieder auftrennen. Hier sind die Ecken und das hier passt auch gut aufeinander. Stoff ist geduldig. So sieht es jetzt schon mal aus. Das mache ich jetzt an allen Seiten. Jetzt sind es hier drei Stücke noch, drei Nähte. Dann kommt die letzte Naht. Wie ihr wisst, seid ihr wieder bei einem Prototyp dran und könnt mit zugucken. Hat geklappt, ist alles in Ordnung. Wir können jetzt in der Mitte ein bisschen anfangen und gucken. Ich stecke jetzt den Faden hier rein, dass der Knoten schön innen ist und nicht irgendwo rausguckt. Jetzt nehme ich einfach die Ecken hier. Ich stehe jetzt natürlich wieder wegen der Kamera und nähe das so aneinander, dass es richtig zu ist. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, das überhaupt zusammenzukriegen, dann macht ihr aus der Not eine Tugend und näht es dann 1 cm drunter einfach nur zusammen, hin und her. Ich habe hier so ein Kästchen von das gibt. Da habe ich dann alle Farben, die ich jetzt brauche. Sonst nehme ich meistens beige oder grau oder was dunkles, je nach Farbe. Ich habe das jetzt hier zusammengenäht. Das ist ein bisschen auf Spannung. Und hinten rausgestochen. Das vernähe ich jetzt hier hinten. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt, wo ihr es vernähen wollt, je nach Wunsch. In der Mitte, wo ich jetzt persönlich einen Knopf drauf mache,
steche ich einfach in einen von den Zipfeln und reihum, im Uhrzeigersinn oder andersrum, tue ich jetzt überall reinstechen, in die Zipfelchen. Das ziehe ich jetzt so zusammen. Könnte ich jetzt sogar noch meinen Knopf schon drauf machen. Damit das aber auch so schön wird wie oben, versuche ich jetzt, dass es gut zusammen bleibt, was ich da gemacht habe. Ich steche noch in das letzte auch noch, bin dann also im Kreis gegangen, ziehe es fest zusammen, dass es auch zusammen bleibt und nähe es noch ein bisschen fest. Wer es jetzt ohne Knopf machen will, der muss das ganz schön machen. Wer möchte, kann auch ein Jojo drauf machen. Das seht ihr in einem anderen Video beim Memory Quilt. Da habe ich Jojos vorgestellt, wie das geht. So, das sieht jetzt nicht so schön aus bei mir. Aber wie gesagt, es ist da drunter. Jetzt nähe ich die einzelnen Stückchen auch einen Zentimeter hoch zu. Ihr müsst dazu wissen, dass wir die jetzt auseinanderklappen, wie ihr auf dem fertigen Kästchen gesehen habt. Ich gehe zweimal ins selbe Loch, damit das nicht wieder auseinander geht. Jetzt nehme ich das hier und mache das so. Klappt das um. Nach beiden Seiten. Ich stecke es mal ein bisschen fest, dann seht ihr das. Hier handelt es sich nicht um ein Kirchenfenster, Kathedralwindow genannt, sondern um etwas ganz anderes. Es wird zwar ähnlich gemacht, ist aber einfach. Man hat immer einen kleinen Block schon fertig. Ich zeige euch beim Kathedralwindow, was der Unterschied ist. Da würde man jetzt hier ein Stückchen Stoff drauflegen oder nähen. Und dann würde man jetzt hier die Kanten so umklappen. Man wäre dann immer zwischen zwei Blöcken. Und hier auch wieder. Das heißt, dass man nachher am Ende an den Ecken frei hat, also keine Musterung. Hier ist jetzt immer alles gleich fertig. Und wenn ihr eine Decke machen wollt, könnt ihr, wie gesagt, hier drunter eine schöne Baumwollpartierung legen und das drauf ein bisschen reihen, dann festnehmen, wie ich es hier habe. Hier seht ihr, warum wir das ein bisschen zumachen wollen. Wie weit ihr das offen lasst, das ist euch selbst überlassen. Wenn ihr ein großes Jojo hier drauf machen wollt, dann würde ich das natürlich dann mehr zumachen. Noch hier unten, sagen wir bis hier, zunähen. Und habe dann hier ein kleines Loch. Ich mache jetzt nur einen Knopf drauf, der ungefähr so groß ist. Ich muss noch suchen. Dadurch kann ich das so machen. Ich nähe das Stück also jetzt hier wieder ein paar Mal hin und her, damit das fest bleibt, und drehe den Faden hier durch die Schlinge und nehme die Nadel durch die Schlinge hier. Das kann ich auch zweimal machen. Faden hier die Schlinge am besten so auf den Finger nehmen für die Anfänger, damit es sich nicht verdreht, durchziehen. So, und jetzt tue ich mir das umklappen. Jetzt ist die Frage, möchte ich das alles nähen mit der Hand? Möchte ich das mit der Nähmaschine nähen? Das geht auch gut. Das kommt darauf an, wie gut man mit der Nähmaschine ist oder wie gut man mit der Hand nähen kann. Hier handelt es sich ja nur um, wie viel sind es denn? 4x4, 16 Löcher. Wenn man sich die Mitte ausguckt und da anfängt, dann sieht man, wo man ist. Jetzt, wenn ich angenommen, ich würde die Löcher alle gleich machen, da kann ich mir das markieren mit einem kleinen Punkt, wenn ich ganz akribisch bin. Hier, das wäre jetzt, ich habe jetzt nur ein Inch-Lineal, das wäre 2,5 Inch mal 2,5 cm wäre das. Ich kann auch mal gucken. Mein Loch wäre jetzt etwas über 6 cm. Das könnte ich mir jetzt also überall anzeichnen. Da nehme ich mal jetzt ein Zentimetermaß für euch. Das ist jetzt 8,5. Dann nehme ich oben und unten einfach einen Zentimeter weg. Mache mir ein Pünktchen, so dass es nicht so auffällt. Hier oben auch. Dann habe ich dazwischen, ja, da habe ich ungefähr 6, nicht ganz. Mache mir hier noch ein Pünktchen in die Mitte. Habe dann also 3 Pünktchen.
Zu dem Pünktchen nähe ich zu von unten, hier nähe ich von oben zu und das ist meine Mitte. Die klappe ich dann auseinander und stecke es hier fest, wo das Pünktchen ist. Dann weiß ich, ich bin der Mitte. Ist nicht schlimm, aber man braucht nicht viel denken, wenn man die Pünktchen dran macht. Da müsst ihr selber wissen, wie ihr am besten zurechtkommt. Hat man eine Decke, kann man es auch durchnähen, wenn es weich ist. Ein passendes Garn ist jetzt immer gut. Und gehe jetzt hier oben vorsichtig auf die andere Seite, dass man den Faden nicht quer drüber sieht. Ich sage das so genau für die Anfänger. Und ahle mich hier durch, bis ich wieder an einem Punkt bin, wo man den Faden nicht mehr sieht von unten. So, jetzt nähe ich die Seite. Das ist ein wunderbares, schönes Muster. Und das ist wirklich dann ein Kleinod, wie man so früher gesagt hat. Ihr könnt ja erstmal eins für euch machen, da könnt ihr alles Mögliche reintun. Ihr könnt es auch größer machen. Meine Lieben, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass das mit der Nähmaschine genähte besser aussieht als das mit der Hand genähte, bei mir auf jeden Fall. Was aber bei jedem unterschiedlich sein kann. Ich habe jetzt hier so ein glänzendes Garn genommen, wieder von. Ich kann es noch aufschreiben. Das knackst am allerwenigsten ab zwischendurch. Hier haben wir natürlich unsere dicke Nähte, dadurch kann sich das ziehen. Ein bisschen aufpassen, kann man nachher noch ein bisschen bügeln. Jetzt hätten wir schon eine Seite mal fertig. Also ich mache dann weiter mit der Nähmaschine. Das Garn passt sich überall an, dieses bunte. Ich hatte das gerade. Man kann natürlich auch durchsichtiges nehmen, was viele haben. Was auch schön ist. Für die Anfänger möchte ich noch sagen, wenn man so einen einfarbigen Stoff hat, ich habe jetzt nur irgendwelche Reste genommen, dann sieht man jeden Stich, den man auch mit der Hand macht. Besser ist, man nimmt sogar für außen was Buntes, dann sieht man nichts. Man kann auch innen einfarbig machen. Jeder wie er möchte. Das habe ich jetzt komplett mit der Maschine genäht. Es ging auch gut. Zickzackstich, Knopflochstich, Zickzackstich. Jetzt kommt die Frage, was nehmen wir denn da für Knöpfchen? Hier, die passen gut. Ich habe natürlich verschiedene Farben. Soll ja zu allem passen. Ich kaufe immer auf dem Flohmarkt irgendwas. Das habe ich jetzt in einem Geschäft gekauft, die zugemacht haben. Da habe ich gleich zugeschlagen. Dadurch, dass die Mitte jetzt so groß ist, ist das schon mal wieder zu klein. Ich habe jetzt noch blaue. Das ist auch gut. Oder man nimmt die einfachen weißen, die man so in seinem Wäschekorb findet oder Nähkästchen. Hier habe ich noch ganz große protzige, die man kaum nehmen kann sonst. Das wäre vielleicht jetzt hier angebracht. Ist ja viel fürs Bad, für Taschentücher bei mir. Dann habe ich noch schöne grüne. Die passen auch und decken auch das Loch ab. Wer sehr sauber genäht hat, kann kleine nehmen. Das wäre schön. Hier sind noch grünliche. Die sind dezent. Das geht auch. Das sind so ähnliche wie die blauen, ein bisschen kleiner. Da kann man nach Herzenslust jetzt suchen, was man hat. Wer gar keine hat, bezieht sich einfach wieder einen Kronkorken, wie mein Memory Quilt gemacht. Oder setzt ein Jojo drauf, wie auch im Memory Quilt zu sehen ist. Es ging dann immer besser mit jedem Stück. Ich habe dann hier einfach an den Ecken zwei kleine Nädelchen so reingesteckt und das mir festgesteckt. Von der Mitte aus Zickzackstich, bin hier rumgefahren mit Knopflochstich, dann hier wieder Zickzackstich, zurück mit Geradstich, Knopflochstich, Geradstich, Zickzack, Knopflochstich, Zickzack, Geradstich, zurück, Zickzack. Schon war ich fertig. Hier oben, wie gesagt, habe ich immer zwei so Dinger reingesteckt. Und hier unten. Das war schon alles. Das ging immer schneller. Man lernt immer noch dazu. Ich habe das jetzt geschafft, hier zu besticken noch die letzten zwei.
nachdem ich es aneinander als Kette gemacht hatte. Ich empfehle es aber nicht. Man weiß gar nicht, warum man nähen soll. Man muss jedes Teil einzeln nähen mit der Nähmaschine. Entweder wenn er es mit der Hand macht, spielt es überhaupt keine Rolle, wie er es macht, dann könnte er das so erst aneinander nähen, dann mit der Hand nähen. Aber wenn ihr es mit der Nähmaschine das hier nähen wollt, dann empfehle ich einfach, hier das rumzudrehen. Das geht. Und von innen zu nähen. Dann habt ihr es draußen genauso schön. Also, ich würde es nicht so machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Sondern ich sage es nochmal langsam. Falls alles mit der Hand nähen. Wenn ihr aber nicht mit der Hand genäht habt, dann erst diese Ecke fertig nähen und die andere Ecke. Alles fertig nähen, diese runden Dinger. Und dann umwenden und von innen die letzten aneinander nähen. Das geht am einfachsten. Als nächstes nähe ich jetzt die Knöpfe dran. Vielleicht nehme ich nur einen einfachen Zwirnfaden und knote sie einfach dran. Ist ja nur zur Zierde. Meine liebe Freundin, obwohl mein selbstgeprägtes Wort ist, ein bisschen Kitsch muss sein, habe ich jetzt statt der goldenen die genommen. Das gefiel mir dann doch am besten. Es war irgendwie zu übertrieben. Ich mache dann Taschentücher im Bart rein. Jetzt fehlt nur noch der Boden. Die Anfänger und auch ich haben mir gekennzeichnet, welche Seite am schönsten ist. Die obere oder die untere. Ich nehme das nach. So, unser Unterteil ist auch fertig. Das nehmen wir jetzt mit der Hand hier an. Nothing to say. Nothing to feel. Empty words. Kiss me again. Kiss me again. Last time. Last time. Empty words. It's over. It's over. It's over. It's over. Nothing to stay. Nothing regret. Kiss me again. Last time. Last time. Empty words. It's over. It's over. It's over. It's over.